Wenn ich auf dem Land bin, lasse ich meinen Alltag hinter mir, pumpe die Lungen voll frischer Luft und bin der Natur ganz nah. Kurze Wege, alles überschaubar, kleine Einheiten, nichts Anonymes. Ja, ich bin quasi hier aufgewachsen in der Landwirtschaft mit meinen Eltern, Großeltern zusammen. Und dann natürlich war es dann auch irgendwo mit Arbeit verbunden, aber es war schön. Es hängt unheimlich viel Herzblut drauf. Natürlich müssen wir hier mit den Tieren auch unser Geld verdienen. Ländleben, das ist Wohnen in einer schönen Gegend, zusammen in einer guten Gemeinschaft und wo man sich einfach wohlfühlt und wo man zu Hause ist. Die Menschen in Baden-Württemberg haben hohe Erwartungen an die ländlichen Regionen. Landleben steht bei uns für hohe Lebensqualität. Die Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg, mitfinanziert von der EU und vom Bund, tragen dazu bei, dass das auch in Zukunft so bleibt. Wir leben seit 26 Jahren hier. Wir sind hier familiär verwurzelt. Unsere Kinder sind hier groß geworden. Die Landschaft hier im Lenninger Tal ist sehr reizvoll. Und eben auch, dass man wohnortnah hier einkaufen kann. Es ist eigentlich alternativlos, weil man möchte nicht immer kilometerweit zum Einkaufen fahren. Wir schaffen hier Arbeitsplätze für die Region, für den ländlichen Raum. Dazu brauchen wir eine sehr gute Infrastruktur, die aktuell vorhanden ist, über logistische Wege, über Internet. Kurze Kommunikationsmittel, schnelle Kommunikationsmittel stärken dann die Arbeitsplatzsicherung hier in der Unternehmung und in der Landwirtschaft. Der ländliche Raum ist ein starker Motor für wirtschaftliches Wachstum. Hier sind zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen angesiedelt, die als Weltmarktführer einen hervorragenden Ruf haben. Weltberühmter Standort für Automobilhersteller, innovative Maschinenbauer und ein attraktives Tourismusland. Aber den demografischen Wandel gibt es auch hier. Es muss etwas getan werden, damit das Leben auf dem Land lebenswert bleibt. Das Land Baden-Württemberg, die EU und der Bund stellen dafür umfangreiche Mittel bereit. Bäuerliche Familienbetriebe sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor des ländlichen Raums. Sie sichern Arbeitsplätze auf dem Hof und darüber hinaus. Metzgereien, Bäckereien, Kältereien, Restaurants und Hotels tragen dazu bei, dass das Geld in der Region bleibt. Bäuerinnen und Bauern sind nicht nur für die Lebensmittelversorgung zuständig. Die Gesellschaft stellt heute viele neue Anforderungen an sie. Sie sollen das Wohl der Tiere gewährleisten. Natur, Wasser, Boden und Klima schützen, die biologische Vielfalt und unsere Kulturlandschaften erhalten. Für diese öffentlichen Aufgaben braucht es öffentliche Gelder. Hier setzt der Maßnahmen- und Entwicklungsplan ländlicher Raum an. Er fasst alle Förderprogramme zusammen, die die Land- und Forstwirtschaft stärken, den Naturschutz und die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Land voranbringen. Zum Beispiel das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl, FAKT, die Landschaftspflegerichtlinie, das Agrarinvestitionsförderungsprogramm sowie das Regionalentwicklungsprogramm LIDA. Also, ich laufe ja schon auch gerne im Stadtpark. Aber so eine herrliche Obstwiese wie diese hier, die finde ich nur auf dem Land. Zum Glück haben wir hier nicht nur endlose Maisfelder, sondern tolle, abwechslungsreiche Landschaften. Die Blumenwiese kommt natürlich nicht einfach so. Es funktioniert nur durch eine extensive Bewirtschaftung. Wir können unsere Wiese mähen. Wir können aber auch, wie jetzt hier in der Steillage, unser Vieh drauflassen. Und wir haben einen Nutzen durch das Obst. Ja, mit Sicherheit. Auf dem Ackerstandort kann man immer besser wirtschaften, wie jetzt in Steillage. Aber unsere Landschaft gibt es gar nicht her. Die Vielfalt unserer Kulturlandschaften ist einzigartig. Obstwiesen, Weinberge, Wälder und Felder sind Magnet für Touristen und Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Ihre Schönheit ist das Ergebnis jahrhundertelanger Pflege unserer Land- und Forstwirte. Doch viele Kulturlandschaften sind akut bedroht, weil sie schwer zu bewirtschaften und oft unrentabel sind. Ohne öffentliche Unterstützung verschwinden sie. Die Förderprogramme helfen Landwirtinnen und Landwirten, unsere Kulturlandschaften zu erhalten. Ja, ich kaufe schon immer regional ein. Die Produkte sind einfach frischer, haben den langen Anfahrtsweg übers Meer nicht. Es ist teurer, aber das ist mir es wert. Also ich kaufe dann lieber so ein, dass es auch gleich verbraucht wird. Wenn ich im Sommer saisonales Gemüse einkaufe, bin ich mit dem Preis, komme ich recht günstig davon. Wenn ich im Winter
unsaisonale Ware einkaufe, dann ist sie dementsprechend einiges teurer. Umfragen sagen, 80% der Verbraucher bevorzugen Lebensmittel aus der Region. Sie stehen für geprüfte Qualität statt Massenware. Sie sind frisch und schmecken, weil sie reif geerntet werden und gleich auf den Markt kommen. Schwarzwälder Schinken, schwäbische Maultaschen oder Allgäuer Emmentaler. EU-geschützte Spezialitäten aus Baden-Württemberg sind beliebt, auch über die Grenzen unseres Landes hinaus. Viele Verbraucher fragen sich, warum manchmal etwa Spargel aus Baden teurer ist als der, der um die halbe Welt geflogen wurde. Qualität aus Baden-Württemberg bedeutet, hier werden hohe Umweltstandards eingehalten. Das verursacht Kosten, die viele ausländische Erzeuger nicht haben. Dafür ist unser Obst und Gemüse Klasse statt Masse. Das Qualitätszeichen Baden-Württemberg, das Biozeichen Baden-Württemberg und die EU-Gütezeichen sind Garanten für beste Qualität und bewährte Tradition. Und ein Vermarktungsvorteil für unsere Bauern. Wir essen immer mehr Bioprodukte, sie werden umweltfreundlich erzeugt und wir finden sie einfach gesünder. Nicht nur regional, auch Bio wird immer beliebter. Die Nachfrage nach regionalen Bioprodukten ist weit größer als das Angebot. Gute Chancen also für Ökobetriebe. Biobetriebe tragen viel zur Bewahrung der Natur und der Artenvielfalt bei. Aus diesem Grund profitieren Ökobetriebe auch besonders von den Förderprogrammen. Denn Bio plus regional gleich optimal. In Sachen Gentechnik sind die Erwartungen klar. Über 90% der Bevölkerung wollen keine gentechnisch veränderten Produkte. In Baden-Württemberg gibt es deshalb keinen Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen. Bei uns gilt Gentechnik, nein danke. Wir grillen gern und essen auch gern ein gutes Stück Fleisch, aber davor sollen die Tiere auch ein gutes Leben haben. Massentierhaltung und Legebatterien, da wird mir übel. Und wer will schon Antibiotika in seinem Steak haben? Also unserer Familie liegt das Tierwohl seit jeher am Herzen. Das habe ich von meinem Großvater schon mitbekommen. Um den Tieren ein großes Maß an Komfort zu bieten, haben wir in diesen Stall sehr viel Geld investiert. Und es ist schwierig, dieses Geld über den Verkauf von Milch und Fleisch wieder zu bekommen. Den meisten Verbraucherinnen und Verbrauchern liegt das Wohl der Tiere am Herzen. Sie wollen Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren. Tierschutzskandale erschüttern immer wieder die Menschen. Auch wenn Baden-Württemberg nicht direkt betroffen ist, das Image der Landwirtschaft ist dennoch angeschlagen. Hühner auf engstem Raum, zusammengepferchte Schweine, Kühe, die sich nicht ausreichend bewegen können. Quälend lange Transporte in Baden-Württemberg bitte nicht. Hier ist der Landwirt gefordert. Tierwohl braucht aber Raum, Zeit und Geld. Moderne Ställe mit Platz zum Liegen und Laufen bedeuten hohen finanziellen Aufwand. Das muss am Markt erwirtschaftet werden. Deshalb hat Qualitätsfleisch von artgerecht gehaltenen Tieren seinen Preis. Hier können auch Verbraucher Einfluss nehmen. Die Fördermittel unterstützen Landwirte gezielt, damit sie ihre Tiere verantwortungsvoll halten und konkurrenzfähig bleiben können. Auch in Baden-Württemberg gibt es leider eine rote Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Die Land- und Forstwirtschaft muss deshalb mithelfen, die biologische Vielfalt zu erhalten und die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Klima schützen. Deshalb fördern die Programme gezielt die umweltschonende Grünlandbewirtschaftung und Ackernutzung sowie die Pflege von wertvollen Biotopen. Forschung, Innovation und Weiterbildung sind für moderne, wettbewerbsfähige Betriebe unverzichtbar. Wir, die landwirtschaftlichen Landesanstalten Baden-Württembergs, stehen für praxisorientierte Forschung. Wir entwickeln und optimieren Verfahren zur Erzeugung von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und nachwachsenden Rohstoffen. Dadurch helfen wir den Landwirten, global wettbewerbsfähig zu sein. Unsere Landwirtschaft ist heute wieder ein Wachstumssektor. Die Chancen sind groß, regional und auch global. Unsere Landwirte stehen damit vor einer doppelten Herausforderung. Sie sollen umwelt- und klimaschonend produzieren. Gleichzeitig müssen sie sich gegen wirtschaftliche Konkurrenz behaupten. Das Problem dabei? In vielen Ländern gibt es weniger strenge Auflagen.
Und Märkte belohnen ökologische und soziale Leistungen leider auch nicht. Verantwortliche Agrarpolitik muss deshalb beides im Blick behalten. Die ökologische und soziale Nachhaltigkeit und die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe auf den Agrarmärkten. Auch hier helfen die Förderprogramme. Das Agrarinvestitionsförderungsprogramm und das Programm zur Marktstrukturverbesserung stärken unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ebenso das umfassende Angebot für Bildung und Beratung. Unsere Landwirtschaft kann sich auf den Märkten behaupten. Wie für unsere Industrie gilt aber auch für unsere Landwirtschaft, unser Trumpf ist nicht der niedrigste Preis, sondern die hohe Produkt- und Herstellungsqualität. Der ländliche Raum in Baden-Württemberg ist stark und das soll auch so bleiben. Die neue EU-Förderperiode ist eine große Chance für den ländlichen Raum, für den Erhalt unserer Kulturlandschaften und für eine zukunftsfähige Landwirtschaft in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat bei der Verteilung der EU-Mittel erfolgreich verhandelt. Wir haben für die neue Förderperiode von 2014 bis 2020 mehr Geld zur Verfügung wie bisher. Und das, obwohl Deutschland insgesamt 5% weniger Geld für Agrarpolitik aus Brüssel bekommt. Um die bäuerliche Landwirtschaft in Baden-Württemberg zu erhalten, wollen wir die Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte für die Gesellschaft stärker würdigen. Mit mehr Bio aus heimischer Produktion wollen wir die regionale Wirtschaft unterstützen. Wir alle profitieren von attraktiven Kultur- und Naturlandschaften, von Leistungen für Umwelt, Klimaschutz und Tierwohl. Wir haben viel zu tun, wir haben die Möglichkeiten dazu, packen wir die Herausforderungen gemeinsam an.